Club Med und Coca-Cola und gewinnen Sie eine einwöchige... Mal in Innsbruck bei den World Masters 95. In Dean Martins Stil kommt sie hereingeschlendert. Karen Hardy gemeinsam mit ihrem Partner Brian Watson. Die beiden ja so knapp um eine einzige Wertung auf den 14. Platz verwiesen. Und sie geben ihr den Choo-Choo-Boogie zum Besten. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie und haben Sie Ihren Spaß. Kleiner Ausrutscher von Karen Hardy, aber bewertet wird diese Kür ja sowieso nicht. Und ohne Probleme sofort wieder reingekommen. Brian Watson und Karen Hardy, ein Paar, auf das man aufpassen muss. Dritte bei diesen World Masters, den fünften World Masters hier in Innsbruck. Er auch mehrfacher Amateur-Weltmeister mit seiner früheren Partnerin. Ja, die Amateurtitel, auf die Ferry Polleider anspielte, die ertanzte er allerdings für Italien mit Claudia Leone. Aber nun die Kürweltmeister und mit dieser Vorführung It's Party Time haben sie im letzten Jahr in Baden-Baden, also 95, auch die Kür-WM gewonnen. Hansi Galke und Bianca Schreiber, It's Party Time, zu Musik aus dem Film Die Maske, und da können sie auch ihre Lebenslust, ihr komödiantisches Talent voll ausspielen. Unbeschwert, mit Spaß am Tanzen, eine typische Kür für diese beiden. I'm
Hansi Galke und Bianca Schreiber. Ihre Küre ist immer wieder ein Genuss. It's Party Time. Und hier könnten sie ja auch erlöst auftanzen. Es war knapp, aber sie haben ihren zweiten Platz in der Lateinwelt auch bei diesen Worten. Und nun Donny Burns und Gaynor Fairweather mit ihrer sehr ausdrucksstarken Kür. Anlass des Jubiläums oder Gedenkjahres für Karl Orff haben sie sich die Carolina Burana ausgewählt. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass Tanzen eben nicht nur heißt, die Füße richtig zu setzen, sondern dass hier auf der Fläche, auf dem Parkett gelebt und gelitten wird. Donny Burns und Gaynor Fairweather. We get this semi-finals underway.